Wir müssen jetzt gehen. Aber vorher wollte ich Sie noch wissen lassen, dass mit Ihnen zu reden so war, als hätte ich meinen Kopf gegen eine Betonmauer gerammt. Nur schlimmer. Vielen Dank, Bürger. Es war mir durchaus eine Freude, Ihre illegalen Absichten zu vereiteln. Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wagner. Der Typ schafft es wirklich, jede Menge Widerwärtigkeit auf engstem Raum zu verstauen. Du kennst doch das Sprichwort. Penetrante Sachen kommen immer in kleinen Portionen. Ja, oder in Halben. Hallo, ich bin Mal und das hier ist mein Freund Flax. Geh doch schon her, mein Schießgewehr. Zwei spülerige Dachlatten haben sich aus Versehen in mein weltberühmtes Sportstudio verirrt. Ihr beide sucht bestimmt den Klamottenladen weiter unten auf der anderen Straßenseite. Ihr könnten gar nicht verföhnen. Draußen hängt der Schild. Kommt rein, Mädels, wir haben auch Kindergrößen. Lassen Sie mich raten. Sie sind Jim? Oh, da schau her, da bin ich aber überrascht. In Ihrem kleinen Schimpansenkopf arbeitet ja wirklich ein winziges Hirnderl. Eigentlich hat sich die Entwicklung meiner Spezies schon vor langer Zeit von der Schimpansen abgespalten. Wir benutzten Werkzeuge, haben Gemüse gezüchtet und kleinere Säugetiere domestiziert, wie etwa Hunde. Haha! Während der Schimpansenmann Gemüse züchtet, habe ich mir Muskeln anzüchtet. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Genau! Also was ist denn so Großartiges an diesem Studio-Dran? Was ist an diesem Studio-Dran, fragt der dünne Mädelmann. Meine Technik hat hunderten Käufen, stärkere, weniger bedauernswerte Individuen zu werden. Natürlich ist kein Schüler meiner eigenen Kraft auch nur nahe gekommen. Natürlich. Aber alle meine Kunden sind, wenn sie aus dieser Tür marschieren, ohne weiteres in der Lage, schlappe Schwächlinge wie euch ins Hinterteil zu treten. Wie beispielsweise dieser Seemann neulich. Ich habe ihn auf eine reine Spinatdiät gesetzt. Den solltet ihr jetzt einmal sehen. Habe ich sogar, glaube ich. Was ist das für eine große Maschine da in der Ecke? Ihr steht vor der ultimativen Bodybuilding-Maschine, dem Pumpertron. Die macht garantiert auch aus dem schwächlichsten Loser einen kraftvollen Vertreter der Menschheit. Hey Mal, hör gut zu. Anscheinend gibt es für dich doch noch Hoffnung. Feucht geraten Sauerbroten. Die Maschinen sind nur für Clubmitglieder. Großartig, okay. Ich schätze, dann werden wir wohl einfach dem Club beitreten. Wieder falsch, du Floschenhaus. Mitglied wird man hier nur auf Einladung. Meine Einladung. Und wir sind nicht eingeladen. Gut gewusst, du Hühnerbrust. Wozu steht hier der ganze Turnkram rum? Das ist meine ganz persönliche Ausrüstung. Damit demonstriere ich meine Anmut und Geschicklichkeit. Wenn Sie mich fragen, sehen diese ganzen Stangen und Dingsdas irgendwie gefährlich aus. Für einen ungeschickten Schlappenaffen wie dich? Ja. Aber für mich ist die ganze Übung so leicht wie das kleine Einmaleins. Sagen Sie mal, Jim, ich habe mich gefragt. Ach, wohl eher nicht. Was hast du dich gefragt? Sprich dich aus, du schlappe Maus. Naja, ich habe mich nur gefragt, ob Flax und ich vielleicht mal ihre Übungen sehen könnten. In Ordnung, Kameldung. Eine kurze Demonstration kann nicht schon. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten.
Herbivores. Wow, das war großartig. Sie könnten weltberühmt werden. Ich meine, jeder Zirkusbesitzer würde für so eine Hundenummer doch liebend gerne einen Mord begehen. Tja, langsam wird es Zeit für uns. Hey, wir müssen mehrere Monate hier verbracht haben, in Hundejahren gerechnet. Keine Klugscheißersprüche, Schlappnudel. Oder ich habe keine andere Wahl, als dich in einem Fettklumpen mit Zähnen zu zerschlagen. Mehr körperlicher Einsatz, du jämmerlicher... Ein Telefon oder sowas. Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss. Im Dienst. Ich werde
werde heute Abend genau um 6.30 Uhr wieder zu Hause sein. Bitte rufen Sie dann nochmal an. Vielen Dank und auf Wiedersehen.